In diesem Video kümmern wir uns um das Wadenbein, die Fibula. Und das ist ein sehr wichtiger Knochen aus zweierlei Gesichtspunkten heraus, und zwar aus manualtechnischer und faszialer Sicht bildet die Fibula, das Wadenbein, den Übergang zwischen dem Fuß, dem Knie und dem unteren Rücken. Das möchte ich einmal ganz kurz erklären, und zwar, wenn wir den Fuß nach oben ziehen, zum Beispiel beim Laufen oder beim Sport, dann wird die Fibula nach unten gezogen, also nach unten geschoben und nach innen rotiert. Bewegen wir den Fuß nach unten, also in die Plantarflexion, dann wird die Fibula nach oben geschoben und nach außen rotiert. Und dieses ganze System ist funktionell verschaltet mit dem Sprunggelenk, mit dem Knie und dem unteren Rücken. Die Kraft wird über den Traktus weitergeleitet in die LWS. Und haben wir hier ein Problem in diesem System, kommt es zu Problemen in den ganzen Ablauf, in den ganzen Ketten, die sich daran anschließen. Das Tape, was ich euch jetzt zeigen werde, löst Blockaden in diesem System und unterstützt die Funktion dieses Systems, also den Übergang vom Fuß, Knie zum unteren Rücken. Und an sich ist es recht leicht anzulegen. Ich zeige euch das jetzt einfach mal. So, als erstes nehmen wir ein Tape, ein ganz normales, ein E-Tape, messen das Tape ab vom Caput Fibulae. Also ich habe, das ist der Wadenbeinkopf, den habe ich hier oben mal mit einem Kreuz markiert, bis zum Sprunggelenk. Das ist, also da habe ich auch nochmal ein Kreuz gemacht bei dem Außenknöchel. Also bis dahin sollte man abmessen. So, dann abschneiden. Das Tape wie immer abrunden. Ist für die Haltbarkeit gut. Also eine Rundung löst sich nicht so schnell wie eine Kante. Ja, dann haben wir das abgemessene Tape jetzt fertig soweit. Um es aufzukleben, müssen wir am Ende des Tapes die Folie entfernen und dann das Tape freilegen. Jetzt sieht man, jetzt hat man hier so einen freigelegten Teil, das ist die Basis. Diese wird jetzt auf das Caput Fibulae leicht, so ein bisschen leicht schräg aufgelegt. Einmal in Großaufnahme nochmal, dann kann ich nochmal zeigen, wie das Tape verläuft. Also man sieht, es verläuft jetzt leicht schräg zum Fußrücken, so soll es auch sein. Ja, dann ein bisschen ziehen, die Folie ablösen und bis zum nächsten, bis zur nächsten Basis freilegen. So, jetzt wird der Fuß, ich nehme das die Folie beiseite, jetzt wird der Fuß gebeugt, also in Plantarflexion gebracht. Ich mache mal ein bisschen so, kann man es besser sehen. So, jetzt wird das Tape mit ungefähr, 40% Zug auf den Muskelverlauf zum Fußrücken geklebt. Also wir haben hier in dem Verlauf, da ist der Tibialis Anterior, der wird jetzt überklebt bis zum Fußrücken. So, jetzt haben wir die Funktion Fuß nach unten, also in die Plantarflex. Jetzt müssen wir die Gegenrichtung machen. Das heißt, wir gehen jetzt in die Dorsalextension, also den Fuß nach oben ziehen. Ich nehme jetzt mal eine andere Farbe. Jetzt messen wir ab vom Außenknöchel wieder bis zum Caput Fibulae, also bis zum Wadenbeinköpfchen, und schneiden das Ganze ab. Und dann wieder abrunden. So. Ja, und dann das gleiche nochmal. Jetzt haben wir wieder unser Tape. Wir entfernen die Folie am Ende, dann haben wir wieder die Basis. Und die Basis wird diesmal nicht oben angelegt, sondern jetzt fangen wir unten an. Das heißt, die Basis auf den Außenknöchel legen. So. Wieder das Tape freimachen bis zur nächsten Basis. Wieder Platz schaffen, ruhig abreißen, dass man nicht so viele Tape-Reste hat. So, und jetzt quasi das gleiche wieder. Fuß nach oben, wieder um 40% ziehen und seitwärts zum Caput Fibulae, also zum Fibula-Köpfchen, hochkleben. Das heißt, wir haben vorher den Tibialis Anterior, den wir überkleben und dann zum Fußrücken gehen. Und dann haben wir den Außenknöchel und wir nehmen so die seitliche Wade mit, worüber das dann läuft zum Caput Fibulae, zum Fibula-Köpfchen. Ja, soweit, so gut. Jetzt habe ich quasi eine Unterstützung in zwei Ebenen. Das heißt, jetzt unterstützt das Tape beim Heben und beim Fußsenken.
die Funktion der Fibula. Jetzt kann man natürlich noch so ein bisschen was bei Blockaden machen. Das heißt, wir können hier oben das Caput, also das Fibula-Köpfchen, ist gerne mal blockiert. Da haben wir noch die Möglichkeit, einen Stern zu setzen, um hier noch mal ein bisschen mehr Massagewirkung zu erreichen. Das zeige ich auch noch mal. Nehmen wir jetzt mal ein rotes Tape. Wir messen ab. Im Endeffekt es ist jetzt ein bisschen schmaler in dem Bereich. Man macht jetzt 3 Tapes fertig, ungefähr 2 Kästchen, 1,5 Kästchen groß. So, machen wir uns einfach mal ein paar fertig. So. Ja, die auch wieder abrunden. Gleiches System. So, nächste. So. Ja, und jetzt folgendermaßen. Wir haben jetzt die kleineren Tapes. Wir öffnen die Tapes in der Mitte, klappen die Folie um und nehmen sie so in die Hände. Dann kann ich das Tape maximal ziehen. Jetzt wird das Tape maximal gezogen und über das Fibula-Köpfchen geklebt. Also die Mitte, die stark gezogene Mitte, liegt jetzt genau über dem Fibula-Köpfchen. Das Ganze wiederholen wir jetzt noch 3-mal. In der Mitte aufreißen das Tape, Folie umklappen, in die Hände nehmen, ziehen und jetzt wie ein Stern nochmal über das Caput Fibula kleben. Und das dritte Tape würde sich dann nochmal quer dazwischen setzen. Also dann mittig aufreißen, Folie umklappen und das Tape dann dazwischen setzen, die Lücke füllen. Dann sieht das so ein bisschen aus wie so ein Stern. Und alles, was jetzt hier in der Mitte liegt, wird jetzt zusammengezogen und stark massiert. Also hier oben haben wir jetzt eine sehr starke Massagewirkung. Und da kann man dann über diese Tapes und über die Massage kann sich dann das Caput Fibula so ein bisschen regenerieren und auch eventuell lösen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like freuen. Und wenn ihr Lust auf weitere Videos habt im Bereich von Taping oder Manualtherapie, schaut euch gerne meinen Channel an. Oder abonniert meinen Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben. Würde ich mich drüber freuen.